Salat. Oh, danke, Tabs. Ich wusste nicht, dass dieser Salat in meinen Zähnen steckt. Ich denke, eine Zahnbürste würde helfen. Ich frage mich, wie benutzt man eine Zahnbürste, um seine Zähne zu reinigen? Tolle Idee! Wir können eine Zahnbürste in einem Mund treffen. Ich werde Flügel brauchen. Flügel bestätigt. Gehen wir auf Erkundungstour. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Es ist Zeit zu schrumpfen, um in einen Mund zu gehen. Schrumpfen! Wir sind in einem Mund. Richtig, Tabs. Wir brauchen eine Möglichkeit, diese Zähne zu reinigen. Würde eine Bürste helfen? Hi, ich bin Peter Putzi. Und du bist? Hey, ich bin's Blippi. Und das ist Tabs. Ich will herausfinden, wie man eine Zahnbürste zum Zähneputzen benutzt. Nun ja, da bist du genau bei der richtigen Bürste. Steig auf und ich zeige dir, wie du deine Zähne am besten putzt. Okay. Hey, Peter Putzi, ist das Zahnpasta auf deinem Bürstenteil? Yes, Sir. Es hilft, die Zähne gesund und frei von Nahrungsmitteln zu halten. Okay, so putzt man die Zähne. Zuerst putzen wir die Vorderseite. Also, kleine Kreise auf jedem Zahn. Woohoo! Okay, das war die Vorderseite. Gehen wir jetzt zur Rückseite. Drehen, flippen. Kleine Kreise runter. Alright, lasst uns noch mehr machen. Kreise, Kreise, Kreise. Diese Zähne sind die Backenzähne. Ich nenne sie die Kautruppe, da sie die meiste Arbeit machen. Ich weiß, Tabs, Zähneputzen ist eine wilde Fahrt. Wow! Ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage, wie man eine Zahnbürste zum Reinigen der Zähne benutzt. Sie reinigt, indem sie die Vorder-, Hinter- und Zwischenräume aller Zähne in kleinen kreisenden Bewegungen putzt. Dadurch werden alle Speisereste aus den Zahnzwischenräumen herausgedrückt und die Zähne werden schön sauber. Antwort hochladen, Tabs. Danke für eure Hilfe, Blippi und Tabs. Vergisst nicht, zweimal am Tag jeweils für 2 Minuten lang zu putzen, damit ihr super schöne Zähne bekommt. Das werden wir. Danke, dass wir mitmachen durften, Putzi. Bye, bye. Bereit, Diebo? 3, 2, 1! Ja, ist nicht ganz so gut geworden. Ich wünschte, ich könnte ein paar Änderungen vornehmen. Ach ja, ich kann Radiergummi benutzen. Ich frage mich, wie funktionieren Radiergummis? Tolle Idee, Diebo. Wir schrumpfen und sehen uns das genauer an. Ich brauche einen Greifarm und Hubschrauberblätter. Greifarm, Hubschrauberblätter, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Und schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Selbst aus der Nähe betrachtet sieht man, ich muss noch was ändern. Ich denke, ich kann helfen. Hä? Ich bin der unglaubliche Ernie. Hey, ich bin's Blippi und das ist Diebo. Wir wollen lernen, wie ein Radiergummi funktioniert. Nun, da bin ich genau der Richtige, denn ich kann alles, wirklich alles, löschen. Sogar Bleistiftstriche. Das ist unglaublich. Kommt und seht, es ist die beste Show der Stadt. Die Spitze eines Bleistifts besteht aus Graphit und wenn man sie über Papier reibt, hinterlässt sie einen Abdruck. Cool. Oho. Schauen wir uns das mal genauer mit einer Lupe an. Das Graphit bleibt auf dem Papier zurück, weil es tatsächlich auf dem Papier klebt. Wow. Oh. Oh nein. Ich hab ihn. Puh.
Das war knapp. Das tut mir leid. Wow! Hey, Ernie, kannst du diesen Graphitstrich verschwinden lassen? Oh, was für eine tolle Idee. Ich lasse diesen Graphitstrich verschwinden. Ich radiere ihn weg. Wenn ein Radiergummi wie ich über das Papier reibt, erzeugt es Reibung und Hitze. Das ist toll. Die Hitze macht den Radiergummi klebriger als Papier, sodass sich der Graphit vom Papier löst und stattdessen am Radiergummi haften bleibt. Durch die Reibung löst sich der Radiergummi auch auf oder fällt auseinander. Siehst du die kleinen gelösten Stücke? Das sind ganz schön viele. Und wenn du den Radiergummi über das Papier reibst, dann siehst du, wie sich der Graphit ablöst. Tada! Mein Verschwinde-Kunststück. Das ist erstaunlich. War es Zauberei? Nein, das ist Wissenschaft. Cool. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie funktionieren Radiergummis? Radiergummis funktionieren, indem sie durch Reibung klebriger werden als Papier, sodass der Graphit vom Papier am Radiergummi haftet. Antwort hochladen, Debo. Danke für die Zaubershow, Ernie. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir verschwinden. Auf Wiedersehen, Blippi. Es war zauberhaft, dich kennenzulernen. Du hast recht, Debo. Das ist eine Känguru-Kreuzung. Und wir sind in Australien. Man kann also nie wissen, wann ein Känguru vielleicht reinhüpft. Wow, was für ein spektakulärer Sprung. Ich frage mich, wie hoch kann ein Känguru springen? Tolle Idee. Wir werden das Känguru fragen. Für dieses Abenteuer brauche ich Froschschenkel. Froschschenkel bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Wir sind im Outback, also lass uns ein Känguru finden. Hallo, Mate. Ich bin Rooney. Was führt dich mit deinem coolen Auto in diese Gegend? Hi, Rooney. Ich bin es, Blippi. Und das ist Debo. Wir wollen sehen, wie hoch ein Känguru springen kann. Freut mich, dich kennenzulernen, Mate. Also, ich kann so hoch springen wie dein Handy hier. Aber ich kann noch viel höher springen. Ich bin ziemlich hoch und super schnell. Du bist auch ziemlich schnell. Hast du Lust auf ein kleines Rennen, Mate? Das klingt spaßig. Alright. Lasst uns um den großen Sandsteinfelsen da unten rasen. Wir nennen ihn Uluru. Oder Ayers Rock. Er ist das Herz Australiens. Das ist so cool. Und der Erste, der wieder zurück ist, gewinnt. Die Wette gilt, Rooney. Übrigens, es könnten ein oder zwei Zäune im Weg stehen. Gut zu wissen. Komm schon, Blippi. Spring auf. Vorsicht! Der Zaun ist 2 Meter hoch. Guter Sprung. Bist du bereit, noch höher zu springen? Wie wäre es mit 3 Metern? Wow! Yeah! Woohoo! Juhu. Auf dem besten Springer, den wir je gesehen haben. Und jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage. Wie hoch kann ein Känguru springen? Kängurus können bis zu 3 Meter hoch springen. Antwort hochladen, Debo. Das war lustig, Blippi. Wow! Ich muss mich abkühlen. Deshalb lecke ich mir den Arm. Das ist so ein Känguru-Ding. Bye, bye. Bye, Mate. Halloween ist das Beste, Tabs. Ich liebe Süßes oder Saures. Hey, seht mal, ein Spukhaus. Wow, seht euch die ganze Dekoration an. So cool. Du hast recht, Tabs. Vielleicht gibt es drinnen Leckereien.
Ich frage mich, was wohl in einem Spukhaus drin ist. Lasst es uns herausfinden. Bist du bereit, Tabs? Tabs! Ich gehe besser schnell ins Spukhaus, um Tabs zu finden. Das kann ja heiter werden. Hi, ich bin's, Blippi. Ich bin auf der Suche nach meinem Freund Tabs. Habt ihr ihn gesehen? Hallo, Blippi. Ich bin Herr Kürbis. War das ein Geist? Wahrscheinlich. Ja, ich habe Tabs nicht gesehen. Aber du kannst sie in diesem Haus voller Magie und Grusel Spaß suchen. Super. Vielleicht hat mein Freund Bones Tabs gesehen. Er ist im Keller. Ich würde zuerst die Treppe nehmen. Alright. Wow. Mit so einer Rutsche. Herr Kürbis? Tabs? Hallo? Wow! Entschuldigung. Keine Sorge, das passiert bei uns auch andauernd. Vielleicht hat der Tabs ja wirklich gesehen. Ich fege besser zusammen. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Wow! Vielleicht weiß dieser fliegende Geist, wo Tabs ist. Gehen wir ihm nach. Wow! Wow! Hi, Hexe! Tschüss, Hexe! Nun ja, ich schätze, das ist eine Sackgasse. Ich frag mich, wo alle hin sind. Cool! Eine sich drehende Wand! Wow! Glückwunsch, Blippi! Du hast es durch mein Spukhaus geschafft! Das Saure ist nun vorbei und jetzt ist Zeit für das Süße! Aber warte, wo ist Tabs? Tabs? Du warst die ganze Zeit der Geist? Nun ja, dann habe ich die Antwort auf meine Frage. Was ist in einem Spukhaus? Lustige, gruselige Skelette, Spinnweben, ein sprechender Kürbis, Spinnen, eine Hexe und ein schwebender Tabsgeist. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, dass wir uns in deinem Haus amüsieren durften, Herr Kürbis. Happy Halloween! Wow, federnde Sanden und Nachhörer. Wow, was für eine tolle Sandburg. Achtung, die Welle! Oh nein, sieht so aus, als wäre die Sandburg der Welle nicht gewachsen. Ich frage mich, ob ich eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Ja, du hast recht, Tabs. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich muss mir selbst eine Sandburg bauen. Ich werde den Baggerarm und die Spinnenbeine brauchen. Baggerarm, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lasst uns eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird. Jetzt müssen wir uns selbst auf Sandburggröße bringen. Schrumpfen! Spür die kühle Meeresbrise, Tabs. Wow! Moin, ich bin Krabbi die Krabbi. Freut mich, dich kennenzulernen. Ach du meine Güte, ich kenne meine eigene Stärke nicht. Hi, Krabby. Ich bin's, Blippi. Und das ist mein Blippi-Mobil. Ich liebe das Ding. Machst du gerade eine lustige Fahrt? Eigentlich, Krabby, habe ich mich gefragt, ob man eine Sandburg bauen kann, die nicht weggespült wird. Da bist du genau bei der richtigen Krabbe. Ich bin ein Planer, ein Graber und ein Baumeister. Ich kann dir helfen, Blippi. Super. Also, als erstes werden wir ein Graben ausheben. Das ist ein schickes Wort für ein Loch. Also, das Wasser fließt in das Loch und spült nicht weg, was dahinter ist. Also, lasst uns graben! Graben, 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 graben. Wow, was für ein Loch! Nun lasst uns die Sandburg bauen. Du hast recht, Tabs, wir werden eine Schaufel brauchen. Fertig! Erfolg! Wow,
du hast es schon gebaut, Krabby. Und unser Graben ist perfekt. Der Graben ist das Loch, das wir rund um die Sandburg gegraben haben. Toller Wassergraben und die beste Sandburg aller Zeiten. Achtung, Welle! Der Graben hat funktioniert, Krabby. Das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Kann ich eine Sandburg bauen, die nicht weggespült wird? Ich kann, indem ich ein Loch drumherum mache, um das Wasser aufzufangen. Lade die Antwort hoch, Tabs. Danke, Krabby. Tschüss, Blibby. Und immer schön weiter, Graben. Wow, dieser Vogel trägt eine Menge Zweige mit sich. Genau, Debo, sie bringt sie zu ihrem Nest. Ich frage mich, wie bauen Vögel ein Nest? Gute Idee. Lasst uns dem Vogel folgen und sehen, ob er es uns zeigt. Ich werde Flügel und einen Greifarm brauchen. Flügel, Greifarm, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Debo. Oh nein, was ist mit deinem Nest passiert? Hallo, Blippi und Debo. Ich bin Jody. Mein Nest wurde letzte Nacht durch einen Sturm beschädigt. Oh, keine Sorge, Eierchen. Mama ist auf einer Mission, um unser Nest wieder aufzubauen. Wir haben uns gefragt, wie du das Nest baust. Ich könnte einen zusätzlichen Flügel gebrauchen, um auf meine zwei Eier aufzupassen. Debo würde das sehr gerne machen. Aha. Danke, Debo. Also, Blippi, kannst du mit mir kommen, um Vorräte zu holen? Gras, Schlamm und Zweige? Sie sind alle in der Nähe von Jakes Haus. Also müssen wir ihn beschäftigen. Sehr unfreundlich. Los geht's! Schönes Vögelchen. Jody, wie sieht's mit dem Gras aus? Gras erworben. Zeit, den Schlamm zu holen. Schlamm landet im Nest. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Zweige vom Ende dieses Astes. Er schon wieder? Zeit zum Bauen. Zuerst mache ich einen Kreis aus Zweigen und Gras und füge dann weitere Zweigkreise übereinander. Wow, du benutzt deinen Schnabel, um es zu bauen. Der Schlamm ist wie Klebstoff, der das Nest zusammenhält. Dein Nest ist fantastisch, Jody. Und ich kenne die Antwort auf meine Frage. Wie bauen Vögel ein Nest? Vögel wie Jody finden natürliche Dinge wie Gras und Zweige. Dann benutzen sie Schlamm, um das Ganze zusammenzuhalten. Antwort hochladen, Debo. Tschüss, Blippi und Debo. Danke für eure Hilfe. Ciao, ciao, Jody. Tschüss, Eier. Das ist ein Müllwagen. Ich kann es sehen und auch riechen. Wow, Tabs, sogar du findest, dass es stinkt. Und du bist ein Roboter. Warte, woher kommt dieses summende Geräusch? Oh, Fliegen. Hey, diese Fliegen sind gerade in den Müllwagen geflogen. Ich frage mich, warum haben Fliegen Müll so gerne? Gute Idee, Tabs. Wir können in den Müllwagen gehen, um die Antwort herauszufinden. Dafür brauche ich Flügel. Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns herausfinden, warum Fliegen Müll so gerne haben. Wir schrumpfen! Halt die Luft an, Tabs. Wir gehen rein. Ich bin im Müllwagen. Willkommen! Ich bin Horace die Fliege. Sieht aus, als wärst du zum ersten Mal, ja? Hi, Horace.
Ich bin's, Blippi. Das ist mein erster Besuch in einem Müllwagen. Ein bisschen stinkig, oder? Nicht für mich. Ich liebe Gerüche. Folgt mir, ich zeig euch alles. Dieser Ort ist wie mein Spielplatz. Hoppla, das tut mir leid. Hey, Horace, warum lieben Fliegen Müll? Weil er lecker ist und Müll mich zum Fliegen bringt. Wir haben stinkende Bohnen, verschimmelten Käse, fettige Pizzakartons und sogar übrig gebliebenen geheimnisvollen Brei. Ups, sorry, das waren nur die Bohnen. Ich kann dich zum nächsten Garten oder zum nächsten Fliegenrestaurant mitnehmen. Horace, wo bist du? Alles kommt in den Müll. Oh, ist das Kuchen? Oh, das war kein Kuchen, aber trotzdem gut. Ich muss mich beeilen und den Müll verspeisen. Horace hat jetzt mehr Energie. Aha, das heißt, ich glaube, ich habe die Antwort darauf, warum Fliegen Müll so gerne haben. Weil sie den Geruch lieben und dort Nahrung finden. Das ist so albern. Lade die Antwort hoch, Tabs. Ja, Herr Blippi, für mich ist ein Müllwagen ein Babella 24/7 All-I-Can-Eat-Restaurant. Juhu, los, Horace, danke. Cheers, Blippi. Ich liebe Schokolade. Nur ein kleines Stückchen ab und zu. Liebst du sie auch, Debo? Oh, warte! Hunde dürfen keine Schokolade essen. Die tut ihren Bäuchen weh. Ich frage mich, wie werden Schokoriegel gemacht? Tolle Idee! Wir können in diese Schokoladenfabrik gehen, um es herauszufinden. Ich brauche Flügel, ein Hovercraft und einen Propellerantrieb. Flügel, Hovercraft, Propeller, bestätigt. Aktiviere Blippi-Station! Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Auf geht's zu den Schokoriegeln in der Schokoladenfabrik! Hey! Oh, ihr seid gar keine Kakaobohnen. Ich brauche sie, damit wir anfangen können, Schokoriegel zu machen. Nein, ich bin keine Bohne. Ich bin Blippi. Und das ist Debo. Hi, Blippi. Hi, Debo. Ich bin Coco, der Schokoriegel. Willkommen in meiner Schokoladenfabrik. Danke, Coco. Ich würde gerne sehen, wie Schokoriegel gemacht werden. Können wir mit dir mitkommen? Aber klar doch. Es beginnt alles mit Kakaobohnen. Ha! Oh, diese Bohnen stammen von Pflanzen. Aber wie wird aus den Bohnen ein Schokoriegel? Indem sie auf eine kleine Reise gehen. Zuerst ein Bohnenbad. Als nächstes werden unsere Bohnen geröstet und getoastet. Dann werden sie zu winzig kleinen Bohnen verarbeitet. Unser Bohnenpulver wird dann mit Zucker und Milch vermischt, damit es süß und weich wird. Oh. Juhu! Komm schon, Debo! Zeit zum Skifahren! Nein, aber das wird lustig! Das ist Schokoriegel, Debo! Nachdem die Schokolade in Riegelform abgekühlt ist, wickeln wir sie ein. Und schon ist sie fertig. Tada! Wow! Ihr seht euch beide sehr ähnlich. Und ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie werden Schokoriegel gemacht? Kakaobohnen werden gewaschen, erhitzt, zerkleinert, mit Milch und Zucker vermischt und dann zu einem Schokoriegel abgekühlt. Antwort hochladen, Debo! Danke für die zuckersüße Tour, Coco! Jederzeit! Ciao, Blippi! Tschüssi! Wow, Tabs, diese Hüpfburg ist nicht von dieser Welt!
Ich frage mich, wie es wohl wäre, auf dem Mond zu hüpfen. Tolle Idee, Tabs. Wir können auf dem Mond fliegen und es herausfinden. Ich werde einen Raketenantrieb, einen Baggerarm und Froschbeine brauchen. Düsen, Baggerarm, Froschbeine, bestätigt. Okay, gehen wir auf Erkundungstour. Das Blippi-Mobil ist bereit, in ein Abenteuer aufzubrechen. Und da ist der Mond! Yeah! Okay, Zeit zum Landen. Hey, das kitzelt. Wer bist denn du? Ich heiße Rocky, der Mondfelsen, weil ich ein Felsen bin. Hey, Rocky, ich bin's, Blippi. Und das ist Tabs. Wir sind hier, um herauszufinden, wie es ist, auf dem Mond zu hüpfen. Ich habe es selbst noch nie probiert, da ich ein Fels bin. Aber mal sehen, ob ich es schaffe. Aufstehen. Sehr gut. Lasst uns hüpfen. Ich fühle mich hier oben leicht wie eine Feder. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann. Es ist erstaunlich, dass wir so lange hier oben bleiben können. Warum dauert es so lange, bis wir runterschweben? Na, wegen der Schwerkraft. Das ist die unsichtbare Kraft, die deine Mondschuhe auf dem Boden hält. Sie zieht alles wieder nach unten. Aber, auf dem Mond ist die Schwerkraft viel geringer als auf der Erde, weil der Mond so viel kleiner ist. Und deshalb schweben wir auch so lange. Ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie wäre es denn, auf dem Mond zu hüpfen? Es macht so viel Spaß und die Sprünge sind wirklich groß, weil es auf dem Mond weniger Schwerkraft gibt als auf der Erde. Antwort hochladen, Tabs. Wir fühlen uns, als würden wir schweben, aber die Schwerkraft zieht uns langsam wieder nach unten. Danke für die beste Zeit, die ich, Rocky der Mondfelsen, je hatte. Tschüss, Rocky! Immer schön weiterhüpfen, Blippi! Was gibt es Besseres als ein leckeres Stück Obst? Du hast recht, Diebo. Gemüse ist auch sehr lecker. Ich frage mich, was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Super Vorschlag. Wir gehen in diesen Garten, um es herauszufinden. Ich werde Flügel und den Greifarm brauchen. Flügel, Greifarm, bestätigt. Okay, Artischocke. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Okay, wir sind in einem Gemeinschaftsgarten, in dem alle Arten von Obst und Gemüse wachsen. Schau mal, da ist gerade eins. Kommt herbei, ihr seid die nächsten Teilnehmer von Slim Cucumbers zertifizierten Frische-Game-Show. Sagt ihr uns euren Namen? Hey, ich bin's, Blippi. Und das ist Diebo. Also, Blippi und Diebo, ein kurzer Überblick, bevor wir anfangen. Alle Früchte haben einen Kern oder Samen in sich und wachsen an einer Pflanze mit Blüten. Früchte haben Kerne oder Samen und immer Blüten. Verstanden. Aber Gemüse ist anders. Es besteht aus einer Wurzel und Blättern. Okay, auch verstanden. Ausgezeichnet. Lasst uns spielen. Sag mal, Blippi, ist diese Karotte eine Frucht, oder? Oh, die Karotte ist ein Gemüse, weil sie eine Wurzel ist und Blätter hat. Das ist richtig. Aber kann Blippi auch 2 für 2 nehmen? Sag mal, ist die Tomate eine Frucht oder ein Gemüse? Das ist schwierig. Okay, eine Tomate wächst aus einer Pflanze, aber sie hat auch Samen.
Ist sie auch ein Gemüse? Oh, tut mir leid. Eine Tomate ist eine Frucht. Und jetzt deine letzte Frage. Blippi, kannst du mir sagen, ob diese Erdbeere eine Frucht oder ein Gemüse ist? Erdbeere ist eine Frucht. Ja, die Erdbeere ist eine Frucht. Und du hast zwei richtige Antworten gegeben. Das heißt, dieser Pokal gehört ganz dir. Wahnsinn! Danke, Mr. Slim. Und ich habe auch die Antwort auf meine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Gemüse sind Wurzeln und Blätter und Früchte haben Blüten und einen Kern oder Samen. Antwort hochladen, Debo. Auf Wiedersehen, Mr. Slim. Glückwunsch an dich, Blippi. Das ist unser Spiel. Ich bin Slim die Gurke und übrigens eine Frucht. Begrüßen Sie das nächste Mal unseren Gast, Madame Mango, bei Obst oder Gemüse. Ich sehe den Mond, die Sterne und ist das ein Planet? Oh, tatsächlich, Tabs. Wow, es gibt ein ganzes Gebiet da draußen im Weltraum mit Planeten und der Sonne. Das nennt man das Sonnensystem. Ich frage mich, welche Planeten es im Sonnensystem gibt. Gute Idee, Tabs. Lass uns in den Weltraum fliegen. Ich brauche einen Raketenbooster. Raketenbooster bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Jetzt ist es an der Zeit, Planetengröße zu bekommen. Voxel! Richtig, Tabs, wir sind im Weltraum. Wow, ein Meteor. Hey, ich bin's, Blippi. Willkommen im Weltall. Ich bin Mary, der Meteor. Ich bin hier, um alles über die Planeten in unserem Sonnensystem herauszufinden. Es gibt 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Dann wollen wir sie mal kennenlernen, oder? Am nächsten an der glühenden Sonne sind die beiden kleinsten und heißesten Planeten, Merkur und Venus. Wow, ist das heiß! Wir sollten gehen. Der 3. Planet ist deine Heimat, die Erde. Hi, Mama! Und dann ist da noch der Mars, der rote Planet. Der Mars ist rot, weil er mit rostiger Erde bedeckt ist. Huh? Das ist ganz schön viel Staub. Weiter geht's. Als nächstes kommt der Riese Jupiter. Größer als alle Planeten zusammen. Aber er macht mir keine Angst. Huh? Wir sollten gehen. Wir sind jetzt ganz schön weit weg von der Sonne. Willkommen bei Saturn und seinen Ringen. Wow, sie sehen wunderschön aus. Können wir näher rangehen? Ja, natürlich. Wow. Wow, 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 yeah, yeah. Warte, wir sind noch nicht fertig. Zu deiner Linken ist Uranus, Milliarden von Meilen von der Sonne entfernt. Ziemlich kalt. Und nun ein Applaus für den am weitesten entfernten, windigsten und kältesten Planeten, Neptun. Blippi? Wow, ich habe die Antwort auf meine Frage. Welche Planeten gibt es in unserem Sonnensystem? Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Antwort hochladen, Tabs. Danke für die Tour, Mary. Das war toll. Bis dann, Blippi. Zeit für einen Schauer. Einen Meteoritenschauer. Tschüss, Mary, der Meteor. Ich auch. Ich liebe es, mir gruselige, für Halloween geschmückte Häuser anzusehen. Wow! So viele Kürbislaternen. Schauen wir sie uns mal an. Hallo, Blippi! Ah! Oh, hallo, Mr. Kürbis. Das war gruselig. Gern geschehen, Blippi. Ich liebe es, mich zu gruseln. Macht Spaß. Ach ja? Ich frage mich,
Macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lasst uns einen Gruselwettbewerb machen. Hm, okay. Dann mal los. Punkt für das Team Kürbis. Team? Ich sehe sonst niemanden. Oh, hallo Bones. Das sind 2 Punkte für Team Kürbis. Komm schon, Bones. Lass uns das nächste Erschrecken planen. Wir müssen uns was richtig Schlimmes überlegen, Debo. Was können wir tun? Oh, ich habe eine Idee. Ich trage diese Maske und stehe auf deinen Schultern, während du heulst. Haha. Los geht's. Das wird richtig gut sein. Ein Punkt fürs Team Blippi. Du hast uns erwischt, Blippi. Gute Arbeit, Debo. Cool. Ein geheimer Korridor. Oh, toll. Das wird sie wirklich erschrecken. Das ist Punkt 2 für Team Blippi. Wer als nächstes einen Punkt erzielt, ist der Gewinner. Ja. Warte mal, Debo. Ich habe eine Idee. Wir verstecken uns im Kessel. Springen raus und erschrecken Mr. Kürbis und Bones. Hey, Bones. Wir verstecken uns im Kessel, springen raus und erschrecken Blippi und Debo. Das war wohl ein Unentschieden. Okay. Halloween ist das Beste. Aber ich habe noch keine Antwort auf meine Frage. Macht es wirklich Spaß, sich zu gruseln? Ja! Okay, Antwort hochladen, Debo. Danke für den tollen Gruselwettbewerb, Mr. Pumpkin. Das war ein Riesenspaß. Kein Problem, Blippi. Ich hatte auch viel Spaß. Danke. Irgendwas bringt mich zum Niesen. Ich frage mich, warum niest man eigentlich? Ja, es ist an der Zeit, die nächste Nase zu finden und zu sehen, was da drin passiert. Ich brauche Raketenbooster, einen Greifarm und Spinnenbeine. Raketenbooster, Greifarm, Spinnbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Juhu! Ab in die Nase. Hier ist es wie in einer Höhle. Hallo! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi! Und wer bist du? Ich heiße Petunia und bin ein Stück Blütenstaub. Ich bin zwar klein, aber ich kann große Dinge bewirken. Wie ein Nieser? Du hast es erfasst! Wenn ich unter Leuten bin, belästige ich sie. Und besonders gerne belästige ich Nasen. Komm schon, tanz mit mir. Oh, keine Sorge, es ist nur eine Nase. Sie wird nicht beißen. Außerdem macht es Spaß. Also, damit bringt man jemanden zum Niesen? Das ist erst der Anfang, denn es kommt ein Nieser. Pass auf! Das war gar nicht so schlimm. Es sieht so aus, als wären wir in einem Dschungel. Das ist alles Haar. Es
soll Pollen wie Milch und andere Dinge wie Staubpartikel aus der Nase fernhalten. Nun, das funktioniert nicht. Oh, es macht Spaß zu nerven. Wird das ein Nieser verursachen? Das hoffe ich doch. Oh, jetzt kommt ein Taschentuch für uns. Lauf! Also gut, jetzt nerven sie wirklich an der Nase. Kitzelt mehr. Kommt jetzt ein Nieser? Ja, so ist es. Na, 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 na. Oh nein! Popeye! Wir haben es geschafft! Ja, und ich habe die Antwort auf meine Frage. Warum niest man? Man niest, wenn kleine Dinge wie Pollen in die Nase gelangen und sie reizen. Antwort hochladen, Debo! Okay! Wir sehen uns, Blippi! Tschüss, Petunia! Wow! Sieh dir all die leuchtenden Glühwürmchen an! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Oh, ich liebe es zu zählen! Du nicht, Debo? Hey, komm zurück, du Verrückter! Was hast du denn da, Debo? Ich frage mich, warum leuchten Glühwürmchen? Ich werde Flügel brauchen. Flügel bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für ein Abenteuer. Sieh dir mal all die verschiedenen Leuchtmuster an. Vielleicht ist es ja ein Zählspiel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow! Hey, ich bin's, Blippi. Ich habe mich gefragt, warum Glühwürmchen leuchten. Hey, ich bin Vamisha. Und das Wichtigste, das du über Glühwürmchen wissen musst, ist, dass es immer ums Blinken geht. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du schon wieder? Versuch mich dieses Mal zu fangen. Debo! Ich mag deinen Style, Debo. Da, da, da. Du, 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 du. Ba, ba. Solche Bewegungen habe ich noch nie gesehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn Glühwürmchen blinken, dann stehen sie bei einem anderen Glühwürmchen auf den Style. Und bei so einem Style wie diesem kann ich einfach nicht aufhören. Und jetzt alle, stopp! Oh nein! Nicht heute, Froschfresschen! Felicia hat uns gerettet! Oh, das klappt jedes Mal. Auch bei Gefahr fangen Glühwürmchen an zu leuchten. Oh, wie ein Warnsignal für Angreifer, sich fernzuhalten? Yep. Nein, nicht mein Style. Nicht schlecht, aber nee. Hey, Blippi, kannst du mir helfen, ein Glühwürmchen zu finden, das so blinkt wie ich? Du meinst so ähnlich wie bei einem Zählspiel? Ja, kennst du noch mein Blinkmuster? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So ist's gut. Wir haben dein Gegenstück gefunden. Das ist mein Geschmack. Was für ein tolles Abenteuer. Und ich habe die Antwort auf meine Frage bekommen. Warum leuchten Glühwürmchen? Glühwürmchen leuchten auf, damit Raubtiere sich fernhalten. Und um andere Glühwürmchen mit demselben Blinkmuster zu finden. Antwort hochladen, Debo. Danke für deine Hilfe, Blippi. Tschüss, Felicia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Regen wird bald aufhören, Tabs. Super. Ich bin nämlich gerade mit meinem lustigen Bild fertig geworden. Kannst du erraten, was es ist? Wow, Tabs. Genau richtig. Es ist ein Pinguin, der eine Tasse Tee hält, während er durch einen Dschungel rollt. So viele Farben.
Wow, ein Regenbogen. So viele Farben. Ich frage mich, woher hat ein Regenbogen seine Farben? Tolle Idee, Tabs. Wir können hochfliegen und den Regenbogen fragen, um es herauszufinden. Aber zuerst brauche ich Flügel. Flügel bestätigt. Gehen wir auf Erkundungstour. Aktiviere Blippi-Station. Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Lass uns herausfinden, wie ein Regenbogen seine Farben bekommt. Jungs und Mädels, ich bitte um Aufmerksamkeit. Der große blaue Himmel ist stolz darauf, den größten Beeinflusser der Natur zu präsentieren. Ich bin Bowie, der Regenbogen. Wow, hey, ich bin's, Blippi. Ich bin ein großer Fan, Bowie. Ich kenne all deine Farben. Danke, danke, danke. Ich bin sehr stolz auf meine Farben. Ich zeige sie euch nacheinander. Wie geht's dir? Rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett. Wunderbare Arbeit, Blippi. Weißt du, heute ist ein großer Tag. Wir machen einen Doppel-Regenbogen-Showstopper. Oh, du musst bei meiner Aufführung dabei sein. Wirklich? Es wäre mir eine Ehre. Aber ich weiß nicht, woher du all deine Farben bekommst. Kannst du es mir zeigen? Na klar, Superfan, Blippi. Schauen wir uns zuerst diese bauschige Wolke an, die man Cumulus-Wolke nennt. Oh, es sieht so aus, als hätte es gerade geregnet, was Perfektes. Das bedeutet, dass es viele Wassertröpfchen in der Luft gibt. Wow, diese Wolke hat so viele kleine Wassertropfen. Hashtag true. Okay, nächster Schritt. Positioniere die Wolke so, dass das Sonnenlicht durch die Wassertröpfchen scheint. So wie hier. Wenn das Licht nun durch das Wasser fällt, wird es gebeugt oder gebrochen und in alle Farben des Regenbogens zerlegt. Voila, das ist großartig. Ich glaube, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie bekommt ein Regenbogen all seine verschiedenen Farben? Es ist... Wenn das Sonnenlicht durch Wasser scheint, wird das Licht gebeugt und in alle Farben des Regenbogens aufgeteilt. Lade die Antwort hoch, Tabs. 5, 6, 7, 8. Wow! Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Wie geht's dir? Alright, wir sehen uns später, Blippi. Du hast recht, Debo. Spinnnetze sind wirklich sehr kunstvoll gestaltet. Ich frage mich, wie machen Spinnen ihre Netze? Ja, lass uns eine Spinne suchen, die wir fragen können. Ich brauche Flügel und Spinnenbeine. Flügel, Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer! Bonjour, ich bin Spencer! Ihr kommt gerade rechtzeitig, um meine neueste künstlerische Kreation zu sehen! Hey, ich bin's, Blippi! Machst du jetzt ein Netz? Oh weh, es wird mein größtes Meisterwerk werden! Das netzigste Netz aller Zeiten! Oh, willst du helfen? Ja! Ich will unbedingt lernen, wie Spinnen ihre Netze machen. Es ist Zeit zum Erschaffen. Ich bin gleich wieder da. Oh, Blippi, du kannst mein Alter und Prüfer sein. Mein Netz wird ein kreisförmiges Design mit ein paar Dreiecken in der Mitte sein. Welche Art von Schnur benutzt du für dein Netz? Ich benutze Seidenfäden, die ich selbst erstelle. Und sie schießen mir aus dem Bauch. Für eine Spinne oder einen Käfer sind diese Fäden so stark wie Stahl. Das ist so cool. Als nächstes die Kreise, um ein Meisterwerk zu vollenden. Kannst du diesen Strang festhalten, Blippi? Yeah! Wuhu! Wow! Es ist eine Kreisform. Oh, perfekt. Schnapp dir den Strang, Blippi, und schwing dich raus, um nachzuschauen. Wow, unglaublich. Warte, ist das ein Bild von mir in deinem Netz? Was bist du? Mein Meisterwerk.
Jetzt kannst du es testen. Brell dagegen. Schau, ob es hält. Hui! Wow! Der klipprige Teil ist dafür da, um Käfer zu fangen. Dein Netz ist wunderschön und nützlich, Spencer. Und du hast meine Frage beantwortet, wie Spinnen ihre Netze machen. Sie benutzen super starke und klebrige Seidenfäden, um ein Netz mit coolem kreisförmigen Muster zu schaffen. Antwort hochladen, Diebo. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie man ein perfektes Netz macht, Spencer. Bye-bye. Au revoir. Also gut, machen wir ein Picknick. Da sind so viele Ameisen-Tabs und sie laufen alle hintereinander. Ich frage mich, warum laufen Ameisen in einer Reihe? Gute Idee, Tabs. Wir schrumpfen uns auf Ameisengröße und finden es heraus. Ich werde Spinnenbeine brauchen. Spinnenbeine bestätigt. Aktiviere Blippi-Station. Wir schrumpfen! Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Hallo, ihr da unten. Willkommen. Ich bin Anita und das ist meine Gruppe von erstaunlichen Ameisen. Hey, ich bin's, Blippi, und das ist Tabs. Anita, wir möchten wissen, warum Ameisen in einer Reihe laufen. Nun, reiht euch bei uns ein und findet es heraus. Wir sammeln gerade Snacks für ein großes Essen bei uns zu Hause. Danke, Anita. Klingt köstlich. Darauf kannst du wetten. Oh, hi, Mirabelle. Oh Mann, der Snack, den du da hast, sieht köstlich aus. Also, wo hast du ihn gefunden? Herzlichen Dank für die Info, Mirabelle. Wir Ameisen kommunizieren miteinander über unsere Fühler. Los geht's, Ameisen! Oh, oh! Nettes Vögelchen! Ah! Wow! Hallo? Hallo? Anita? Hallo, wir sind hier. Zurück auf den Weg, Kleiner. Es gibt einen Weg? Ich sehe ihn nicht. Du kannst ihn nicht sehen, weil er in der Luft liegt. Wenn wir laufen, lassen wir einen Duft frei und die Ameisen hinter uns riechen ihn mit ihren Fühlern. Also haben Ameisen Fühler anstelle von einer Nase? Sieh mal, deine Fühler zucken ja. Ja, das stimmt. Meine Fühler zucken, weil sie etwas Leckeres in dieser Richtung wittern. Ameisen, aufgepasst! Es wird holprig. Anita hat uns direkt zu unserer Picknickdecke zurückgeführt. Bei meinen Fühlern. Okay, Ameisen, holen wir uns was zu essen. Und denk daran, zusammen schaffen wir alles. Wow! Trauben sind gut, Walnüsse lecker, Käse und Kekse, ich bin ganz aus dem Häuschen. Ich kann nicht glauben, dass Ameisen das alles tragen können. Aber sicher, wir Ameisen können mehr als das Zehnfache unseres eigenen Körpergewichts tragen. Okay, Leute, machen wir uns auf den Weg und folgen der Fährte bis nach Hause. Genau wie bei einer Polonaise. Jetzt habe ich die Antwort auf meine Frage, warum Ameisen in einer Reihe laufen. Ameisen laufen in einer Reihe, weil die vordere Ameise eine Duftspur hinterlässt und die anderen Ameisen folgen dieser Spur. Antwort hochladen, Tabs. Tschüss, Anita. War schön, sich bei euch einzureihen. Mach's gut, Blippi. Diese Biene scheint wirklich fleißig zu sein. Das gilt auch für diese. Und diese da auch. Sie sind alle so beschäftigt. Ha, naja, außer diese da. Diese Bienen sind damit beschäftigt, Honig zu machen. Ich frage mich, wie Bienen Honig machen? Ja, lass uns in den Bienenstock gehen. Ich werde Flügel und den Baggerarm brauchen. Flügel, Baggerarm bestätigt. Aktiviere die Blippi-Station. Thank you.
Das Blippi-Mobil ist bereit für Abenteuer. Jetzt müssen wir nur noch wie eine Biene aussehen und noch kleiner werden. Schrumpfen! Du hast recht, Tabs. Die Zunge der Biene steckt in der Blume. Hey, ich bin's, Blippi. Das ist Tabs. Ich habe mich gefragt, wie du Honig herstellst. Hi, Blippi. Ich bin Bija. Honey, du bist genau am richtigen Ort. Ich benutze also meine Zunge, um diesen süßen Nektar zu trinken. So beginnen die Bienen Honig zu machen. Okay, Zeit, in die Bienenstadt zu schwören. Folge mir! Spoiler! Viele Bienen arbeiten hier. Da drin ist es wie in einer Honigfabrik. Bijan, kauen die alle hier Nektar? Aber sicher doch. Ich muss kauen, um den Honig zu bauen. Durch Kauen wird er dicker und so auch viel leckerer. Ich hab schon wieder gereimt. Und nach dem Kauen gibt es dann den Honig? Nein, nein, es gibt noch mehr zu zeigen. Wir kauen. Dann schlucken wir. Der Nektar bleibt in unserem Bäuchen, wird zu Honig, den wir dann in die Waben geben. Die Honigwabe? Yep, wir lagern den Honig in den Honigwaben. Vielleicht kann ich etwas Honig probieren. Oh je. Das sieht vielleicht komisch aus, aber durch das Schlagen mit den Flügeln machen wir dickeren Honig. Das ist so eine Sache mit Bienen. Wow. Ja, Tabs, ich habe die Antwort auf meine Frage. Wie machen Bienen Honig? Sie bekommen Nektar von Blumen, kauen ihn, lagern den Honig in ihren Mägen, füllen ihn dann in eine Wabe und schlagen darüber mit den Flügeln. Antwort hochladen, Tabs. Bye, Bijan. Schön, dass es dich gibt. Bye. Yeah. Es ist Halloween. Vielleicht macht's dir Angst. Wir ziehen von Tür zu Tür und dann gibt's Süßes oder Saures dafür. Kommt, wir gehen in das Gruselhaus. Aber ich hab keine Angst, doch bei der Maus sieht's anders aus. Lupferne Kessel und ein Hexenwesen. Probieren wir ihn aus und singen das Lied. Haha, Halloween, Halloween, lacht. Verkleidet euch! Bereit zu erschrecken. Wer klopft denn da wohl an die Tür? Süßes oder Saures, es ist Halloween. Kommt, habt Spaß an Halloween. Kommt alle herein. Halloween. Schwarze Katzen, Fledermäuse, Kürbisse schreien. Ein altes Skelett steht auf und tanzt, das kann doch nicht sein. Ihr müsst das einfach sehen, kommt alle her. Die Piratenspinne grüßt euch mit dem gruseligen Arrrr. Wir haben so viel Spaß an Halloween. So viele Kostüme und Freunde zu sehen. Vergiss nicht, es gibt Süßes oder Saures. Wir haben so viele Süßigkeiten, die wir essen können. Ha, ha, Halloween, Halloween, Halloween. Verkleidet euch, bereit zu erschrecken. Wer klopft denn da wohl an die Tür? Süßes oder Saures, es ist Halloween. Kommt, habt Spaß an Halloween. Ha, ha, Halloween. Ha, ha, Halloween. Ha, ha, Halloween. Oh nein! Bones hat sie verloren. Seine Knochen. Kommt alle mit. Lasst uns sie schnell suchen gehen. Da sind ein Arm und ein Bein. Aber wo kann der Kopf sein? Da ist eine Hand und ein Finger. Doch wo können wir den Kopf finden? Da ist ein Fuß mit den Zehen. Doch ich will den Kopf sehen. Da ist der Rumpf und der andere Arm. Bitte Ruhe bewahren. Hier ist das andere Bein. Doch wo kann der Kopf sein? Hier ist er! Ha, ha, Halloween!
verkleidet euch, bereit zu erschrecken. Wer klopft denn da wohl an die Tür? Süßes oder saures, es ist Halloween. Kommt, habt Spaß an Halloween. Böse Geister, Hexen, Riesen und noch viel mehr. Schwarze Katzen, Fledermäuse fliegen umher. Kürbisse und Skelette laufen einfach herum. Wir haben Spaß an Halloween.